So, hallo, das war gerade eine schwere Geburt. Gestern hat Windows ein Update gemacht. Dazu hatte ich dieses Video hochgeladen, ne, mit MSN-Feed. Und gleichzeitig ging jetzt einfach die Game-Aufnahme von Isaac nicht mehr. Wenn ich es jetzt über Fensteraufnahme mache, funktioniert es. Also ich weiß nicht, ob jetzt irgendwas für euch anders aussieht oder so. Ich hoffe nicht. Weil ich muss den OBS gerade komplett neu einstellen. Aber sobald ich mit Game aufnehme, wird in dem Moment, wo OBS das Fenster von Isaac erfassen will, schmiert einfach Isaac ab. Keine Ahnung. Jetzt mit der Fensteraufnahme scheint es zu funktionieren. Ich weiß nicht, was das ist. Oder sein soll oder war oder wie auch immer. Letztes Mal haben wir jedenfalls... Ich glaube, mit Eve den Kollegen geholt. Genau, mit Eve haben wir den Kollegen geholt. Samson wäre jetzt der Nächste. Oder Lazarus. Oder Eden. Sollen wir mal Eden probieren? Eden ist ja so ein auch ganz spezieller Charakter. Ne? Wir probieren mal Eden, würde ich sagen. Let's go. Der startet auch immer komplett anders. Ah, wir haben diese Feder am Anfang. Und was ist das für ein Trinket? Stimmt, wir haben direkt ein Trinket am Anfang. Was ist denn das? Mysterious Paper. Okay, ich guck. Ich werde mich jetzt wieder dran gewöhnen, alles nachzugucken, weil immer dann, wenn ich was nicht nachgucke, mache ich es falsch. So, was ist das? Mysterious Paper. Imitiert das Verhalten von anderen Paper Trinkets. Also zum Beispiel Missing Page, Missing Poster. Aber macht's dann das von allen automatisch? When taking damage, Isaac has a chance to deal damage to the entire room. Okay. If held when you touch the chest after the Satan or Isaac fight and you don't have the relevant item to go to the next floor, you have a small chance to be taken there anyway. Aha. Okay, wie auch immer, wir haben ein Trinket. Was wir notfalls dann zum Schluss liegen lassen können. ja. Gucken wir einfach mal, wie weit es geht. Ist die Musik irgendwie lauter als sonst? Kommt mir die nur so vor? Nein. Ist mein Laptop lauter als sonst? Ja. Das erklärt einiges. Okay. Gut. Schön, dass wir darüber geredet haben. Gibt erstmal eine Bombe. Ja, und Eden hat einfach random Stats am Anfang auch. Also es ist alles so ein bisschen, nicht, ich glaube nicht komplett random, ne, aber so ein bisschen random zumindest. Cooler Raum. So, wir müssen natürlich wieder, wie immer, erst skippen, bis wir ein Planetarium finden. Das bleibt meine Strategie jetzt erstmal. Ansonsten weiß ich nicht, ob man bei Eden irgendwie spezielle Strategien anwendet oder einfach sagt, jo, mach mal. Wir gucken mal, was passiert, so, in dem Sinne. Und wir haben offenbar auch das Item, ja, jetzt sehe ich das, wir haben das Item, das Gegner in so kleine Splats explodieren. Auch eine ganz coole Geschichte eigentlich. Wir probieren es mal. Treffer versenkt. Zwei Schlüssel. Sehr schön. Kann man mitnehmen. Kann man gut gebrauchen. So. Friss. Oha. Oha. Den hat's ja komplett zerlegt. Yo. Ich habe schon damit gerechnet, dass die Feder ordentliche Dienste leisten wird. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass sie einfach den Boss komplett zerlegt. Da kann ich nur sagen, das ist stabil. Okay. Ja gut. Das ist passiert. Ich habe jetzt schon kurz gedacht, ich kann jetzt erstmal kein Isaac aufnehmen, weil ich irgendwie dieses Problem beheben muss. Aber wie gesagt, zum Glück... Mit der Fensteraufnahme scheint es jetzt zu funktionieren. Ich weiß nicht, was das war.
Oh, die Stopwatch wäre natürlich cool, aber haben wir nicht. Dann nehmen wir uns halt das blaue Herz mit. Dann haben wir schon mal einen Schutz für die nächste Ebene. Und dann soll es das gewesen sein. Ich versuche jetzt wieder ein bisschen schneller durchzuwursteln. Wahrscheinlich werde ich dabei dann Dinge übersehen. Ich hoffe nicht. Abflug. Oh Gott, jetzt hätte ich fast da oben die Tür aufgemacht. Wollte ich überhaupt nicht hin. Ach, Burning Girl. Seht ihr, was ich sehe? 20%, let's go. Ice Tears. Ah, die Dinger. Okay, cool. Beeiße ich jetzt jeden Gegner automatisch, oder was? Ja, dieser Raum, ne? Dieser Raum ist so frech. Okay, schnell hoch immer dann. Ja, dann können wir jetzt schon einen Itemraum machen. Ja, cool. War das jetzt... Was ist jetzt besser? Die Feder oder das Viech? Also jetzt mal Real Talk. Ich wüsste jetzt nicht. Was ist jetzt das? Was würdet ihr jetzt mitnehmen? Ich meine, wenn ich jetzt nachgucke... Diese Beams, die aus der Luft kommen, sind halt... Ja, zufällig, wo die sind. Aber haben eine hohe Chance... Okay, sie haben eine hohe Chance, dort zu spawnen, wo Gegner sind. Und der Blarg, ja... Der Blar-Effekt. Wie schreibt man denn das Item? Bin ich jetzt blöd? Ach so, Schubdawup heißt das, wie ich... Ja, du... Fires a high damage laser in a straight line. Ja, das weiß ich schon, was er macht. Double your tier damage. Uff. Ich würde die Feder bevorzugen, glaube ich. Vor allem für den... Keine Ahnung, was ihr besser finden würdet. Ich würde die Feder im Moment bevorzugen. Okay, aber damit haben wir schon... Das... Ah, nee, Mann. Damit haben wir schon das, Planetarium-Item kennengelernt. Vereisung. Ich mag diese Vereisungsgeschichten ja auch, ne? Das ist schon cool. Aber es gibt... Also, es gibt noch bessere Planetarium-Items. Wir haben bisher in unseren beiden Läufen, wann immer wir, Planetarium was hatten, haben wir noch nicht das Beste bekommen, was möglich ist. Da ist noch viel, viel besseres Zeug möglich. Ich erinnere nur an dieses... An dieses Item, wo man so klein wird, dass man einfach von nichts mehr getroffen wird. Das ist einfach komplett insane. Das ist einfach komplett insane. So, ich spreng jetzt mal irgendwie so, dass vielleicht, falls hier was sein sollte, ich gehe zwar nicht davon aus, aber dass ich das mitnehmen würde. Oh, es ist tatsächlich hier was. Das war aber jetzt wirklich Zufall. Weil das ist dann... Okay, vorsichtig, ist da irgendwo ein roter Fleck? Nein, dann kann ich beide öffnen. Eine unbekannte Pille. Ja, nice. Small ist immer gut. Wir lesen jetzt mal kurz, ob dieses Item noch irgendeinen Zusatzeffekt hat. Oder ob's das war mit Uranus. Wieso hat Uranus eigentlich Eistiers? Uranus hätte ich jetzt eher so als heißen Planeten empfunden. Aber gut, meinetwegen. Ice Tears that slow enemies. Enemies that are killed by Ice Tears will become frozen. Frozen enemies never unfreeze and are considered dead. Kicking a frozen enemy kennen wir alles, ja. Ja, okay. Ist das, was wir kennen. Kein Zusatzeffekt oder sonst was, den wir jetzt nicht bemerkt hätten. Aber sehr schön, dass wir das gleich am Anfang bekommen, das Planetarium. Muss ich mich nicht weiter stressen mit dem ganzen Quatsch. Ja, kommt, ihr nervt mich mal jetzt nicht. Jetzt noch hier die Feuer kaputt machen für Geld. Oder sowas hier, was ich jetzt nicht nutze, weil ich volle Herzen habe. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Okay, mehr Herzen, die rumliegen. Und da ist auch schon der Bossraum. Sehr schön. Ja, das Coole ist natürlich, die kann man dann halt so nutzen, um noch mehr kaputt zu machen einfach. Es hat schon was, so ist nicht. So, okay.
Jetzt gibt's noch die Möglichkeit für den Geheimraum mit 5 Bomben. Können wir da auf jeden Fall rumprobieren. Die Frage ist, schließt sich irgendeiner aus? Es schließt sich am Endeffekt keiner. Es ist 50-50. Nee, eigentlich ist es nicht 50-50. Eigentlich müsste es hier sein. Weil der andere kommt ja erst... Da kommt ja dieser Dreierzug nur zustande durch den anderen Geheimraum. Und zwei Geheimräume können, glaube ich, nicht nebeneinander sein. Es wäre mir zumindest sehr neu. Okay. Gut. Mit 4 Münzen brauchen wir uns auch gar nicht in den Shop erst reinsprengen. Das lassen wir alles so, wie es ist. Passt. Dann kriegt der Boss jetzt erstmal wieder die Feder ins Gesicht gedrückt und wir gucken, was passiert. Okay. Okay. Ich verstehe das, liebe Feder. Ich verstehe das. Du machst gute Arbeit. Sehr schön. So, ja, und jetzt können wir schon Itemräume machen. Das heißt, wir müssen nur dran denken... Scheiße. Ach komm, jetzt hör mal auf, dich da treffen zu lassen, du Vollidiot. Wir müssen nur dran denken... Das waren jetzt übrigens zwei echt dämliche Hits, für die ich mich jetzt schon wieder schäme. Ich versuche trotzdem meinen Satz zu beenden. Wir müssen nur dran denken... wenn wir nachher den Heimweg antreten, sollten wir bis zum Heimweg kommen... Gesetzt diesem Fall. Yikes. Nice. Müssen wir nur dran denken, den Itemraum auf der allerersten Ebene noch mitzunehmen. Der ist praktisch noch jetzt unbenutzt. Das ist aber der einzige. Alle anderen müssen wir nicht nachholen. Alle anderen haben wir schon gemacht jetzt. Na, wir haben ja schon ab Basement 2, also ab Burning Basement 2 haben wir ja schon den Itemraum, was sehr gut ist. Was sehr, sehr gut ist. So, keine Ahnung, was du bist. Rune Generator. Oha. Hab ich jetzt Runen hingeschmissen? Oh, weia. Runen sind immer so, die führen dann zu vielen neuen Möglichkeiten. Da kriege ich immer so eine halbe Krise. Na, meinetwegen. Wie weit schießen die? Die schießen weit. Muss jetzt aufpassen. Ich bin nicht so schnell, merke ich gerade. 0,88 ist nicht so schnell. Okay, der kann da nicht durch. Aber, oh, er kriegt den gar nicht klein. Ach so. Ja, nice. Und tschüss. Perfekt. So muss das. Gut. Aber echt ärgerlich, dass wir schon wieder unser halbes Herz hier verloren haben. Dass wir nur noch ein halbes Herz, ein blaues halbes Herz haben. Das wollte ich eigentlich sagen. Das war der eigentliche Spruch. Kam was völlig anderes dabei raus. Ihr macht mal einen stabilen Abflug mit dem Fass. Vielleicht. Ich werde doch das Fass jetzt zweimal treffen. Dankeschön. Es ist doch... Geht doch. So. Steine gucken... Steine sehen nicht sonderlich speziell aus. An die Truhe kommen wir leider nicht ran. Gut, neuer Raum, mein Gott. Okay, hier ist der Shop. Da gehen wir dann auf jeden Fall gleich rein. Explodieren die jetzt oder werden die zu Eis? Also kann ich jetzt bei denen ausnahmsweise in der Nähe bleiben oder werden die genauso explodieren wie sonst auch? Ah ja. Alle oder können die auch explodieren? Ja, weil dann... Wenn ich wüsste, die wären alle zu Eis, dann muss ich nicht so weit weglaufen. Aber ich bin mir nicht sicher. Das kann auch alles Zufall sein. Aber scheinbar gibt es keine Explosionen mehr. Auf die Art und Weise. Sehr interessant. Aber auch schade, weil ich hätte gerne hier den Geheimraum getestet. Treffer versenkt. Oh, ich krieg den gar nicht mehr. Ich kann den gar nicht mehr berühren, okay. Geld. Okay, den einen Schlüssel können wir im Prinzip opfern. Wir werden schon einen neuen kriegen. Oh ja, nice. Dafür
ob ich auch gerne erstmal die Möglichkeit, den Job zu betreten. Das HP abnehmen wir natürlich mit. Und da ist schon mein Boss. Da gehen wir gleich rein, weil die Feder jetzt auch schön aufgeladen ist. Dann können wir gleich die Feder da reinknallen. Und ich hoffe, dass ich das blaue Herz hier nicht noch vorher verliere. Das wäre besonders ärgerlich. Aber es sieht aktuell recht gut aus. Jetzt ist er auch geeist und das war's. Können wir hier noch den Eis probieren? Den Eis. Den Geheimraum probieren und vielleicht noch ein blaues Herz mitnehmen? Leider kein blaues Herz mehr. Okay. Ja, es wird schon hinhauen. Hoffen wir mal, dass es hinhaut. 33% Engelraum. Let's go. Oh, der hier könnte schon ein Problem werden mit dem Feder. Mal gucken, was die Feder so macht. Na, jetzt haben wir schon ein Problem. Die Feder macht leider nicht so viel, wie sie sollte. Hätte vielleicht. Weil das Zeug trifft mich sehr schnell. Das kenne ich noch. Aber es hat ihm gut Halbschaden abgezogen. Wenn er jetzt nicht durch die Gegend springt, dann ist auch eigentlich alles okay. Komm schon, nicht jetzt noch zum Schluss treffen. Das wäre so ärgerlich. Yes. Okay, es kommt kein Engelraum, aber das ist in Ordnung. Wir hätten ihn haben können. Also von der Wahrscheinlichkeit hätten wir ihn haben können. Damit muss ich dann leben, wenn keiner kommt. So. Den einen Raum, da laufen wir noch kurz ab. Jetzt ist es auch egal, Rotherzschaden zu nehmen. Jetzt haben wir ja alles gesehen. Vielleicht kriege ich auch noch die Möglichkeit. Hatten wir irgendwo einen Stachel? Einen Curse Room? Noch nicht, ne? Curse Room würde ich jetzt nämlich nutzen, wenn ich einen. Okay. Das könnte auch interessant werden. Vielleicht nochmal ein Item oder so bekommen. Bisher hat übrigens der Runengenerator ganze 0 Runen generiert. Wahrscheinlich ist es auch sehr, sehr selten, weil Runen ja sehr mächtig sein können. Ach, guck mal, wenn man vom Teufel spricht. Change hast du mir generiert, natürlich, dass ich auch ja jetzt wieder rumwursteln kann mit dem Ding. Okay, ansonsten ist hier nichts zu tun. Mehr können wir nicht machen. Gut, dann gehen wir weiter. Dann gehen wir weiter. Leider habe ich jetzt keinen blauen Schutz im Moment, was ein bisschen ungünstig ist, weil ich werde jetzt sehr schnell getroffen werden, was noch ungünstiger ist. Aber was soll's, es ist so, wie es ist. So, Catacombs 2 sind wir gelandet, okay. Das ist schon mal... Oha! Magst du bitte Brimstone machen, weil dem kann ich schön ausweichen. Ich muss nur gucken, dass du ein bisschen wackelst. Und dann weiß ich, was du machst. Ja, sowas ist nämlich kacke, weil da laufe ich immer gerne rein. Das machst du bitte einfach nicht, okay? Cool. Er hat einfach nur Herzen gedroppt. Na gut. Ah, wir werden... Oh nee. In dem Raum werde ich Schaden nehmen. In dem Raum werde ich safe Schaden nehmen. Also... Ja. Das war... Einfach vorhersehbar. Das war einfach komplett vorhersehbar. Also alles, was recht ist. Aber da sehe ich nicht eine Möglichkeit, das zu verhindern. Oh nein, 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 nein. Du kannst mich mal. Da wir jetzt eh Schaden genommen haben, können wir auch gleich in den Curse Room aber reinlaufen. Na, das kann man jetzt auch dazu sagen. Da wir eh gerade Schaden genommen haben. So habe ich es jetzt allerdings nicht gemeint, dass ich noch zusätzlichen Schaden nehmen müsste. Ja, mein Damage ist noch überhaupt nicht geil. Also Damage ist noch sehr weit unten. Das muss man leider auch wieder zugeben. Da ist noch viel Luft nach oben. Aber so viele Spinnen auf einmal, dass ich dem nicht ausweichen kann, das habe ich mir schon gedacht. Dafür bin ich nicht geschaffen. So leid mir das tut. Wir bräuchten wirklich dringend was, was unseren Damage verändert. Yo. Yo, okay. Na, das ist okay.
Oh Gott, ihr haut mich, wenn ich das jetzt mache. Ihr haut mich, wenn ich das jetzt mache. Ihr haut mich komplett kaputt. Aber ich habe 6 rote Herzen. Ich krieg die doch nie wieder. Was nützt es mir denn, jetzt 9 Leben zu haben? Das nützt mir nichts. Ich brauche meine HP. Ich brauche meine HP. Und ich verliere... Wenn ich die Dead Cat jetzt einsammle, habe ich nachher 3 schwarze Herzen und 1 rotes. So, ihr kennt mich. Das nützt mir nichts. Ich weiß, das ist für gute Spieler, ist es so, hey, ich nehme das Item auf jeden Fall. Ich reroll die. Ich brauche irgendwas mit Damage oder so ein Kram, aber ich nehme die Dead Cat nicht. Mir nützen 9 Leben nichts. 9 Leben in einem Raum, wo ich reingehe und bin tot. Dann kriege ich wieder ein Leben und bin tot. Dann habe ich wieder ein Leben und bin tot. Es nützt mir nichts. Ich reroll. Ich habe jetzt 6 HP. Ich habe jetzt 6 HP. Ich reroll die. Ich will die nicht. Ich weiß, es ist ein Guppy-Item. Es wäre gut, die einzusammeln als Guppy-Item. Aber dann sind die Herzen weg. Und das. Nee. Nee, das möchte ich nicht. Das finde ich viel besser. Da kann ich schön ab und zu mal blaue Herzen generieren. Also, ich hoffe, ihr seid irgendwo ansatzweise bei mir. Nur ansatzweise. Oha. Ihr müsst gar nicht das komplett nachvollziehen können. Aber ansatzweise wäre schön. Okay, links oder rechts? Links oder rechts? Irgendwo, wo wir neue Bomben rausbekommen, wäre halt super. Yo, das nehme ich auch. Aber jetzt brauchen wir neue Bomben. Wir brauchen irgendwo... Okay, jetzt da ist dann der Itemraum. Das ist auch schon mal cool. Ne? Das Item, was ich jetzt habe, das generiert mir einfach, wenn ich getroffen werde, kann es mir einfach Herzen generieren. Das ist gut. Und das will ich. Das nützt mir viel mehr als die Dead Cat. Es tut mir unsagbar leid, aber ich kann mit der... Die nützt mir nichts. Einem schlechten Spieler nützt die Dead Cat einfach nichts. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Und ich habe ja auch noch Regeneration. Richtig, ich habe Regeneration komplett verdrängt. Ich habe Regeneration komplett verdrängt. Ich gehe doch mit einem Herzen... Mit Generation gehe ich doch nicht auf ein Herz runter. Das ist doch... Nee. Das ist eine Strategie, die kann ich absolut nicht nachvollziehen, weil ich halt... Also, gut, wahrscheinlich ist das für gute Spieler ist das wirklich cool, wenn man immer nur ein Herz hat am Anfang, nachdem man neu belebt wurde. Aber, nee. Für mich überhaupt nicht. Also, ich hoffe, ihr könnt es irgendwo nachvollziehen. I don't know. Wir werden sehen, wohin die Reise geht. So, jetzt sind wir komplett voll und haben auch noch Schutz. Also der Bosskampf sollte theoretisch schon ganz gut laufen, was das angeht. Natürlich sind wir noch nicht beim Boss, das ist mir auch klar. Aber ich sage ja, theoretisch sollte er ganz gut laufen, was das angeht. Perfekt. Kano können wir direkt einsetzen. Okay. Das hier auch interessant. Also das kaufe ich jetzt nicht. Ich lege ja dann eh nachher ein Trinket ab. Ich kaufe die Bombe und ich kaufe das blaue Herz. Wobei... die Batterie wäre natürlich auch eine Geschichte. Wir warten jetzt mal ab, wie viel Geld ich noch bekomme. Vielleicht bekomme ich auf der Ebene ja noch was zusammen. Ich weiß halt nicht, was in dieser goldenen Truhe drin ist. In der goldenen Truhe könnte richtig viel Geld nochmal zusätzlich drin sein. Dann wäre es schon auch eine gute Geschichte.
Oh. Ich habe doch mal die Möglichkeit, jetzt 3 Bomben mir zu generieren. Dann komme ich allerdings an die Truhe nicht ran, weil dann sind meine Schlüssel... Ja, oh mein Gott. Ich habe hier einen blauen Stein. Ich habe hier eine Bombenkiste. Das ist viel Geld. Aber ich komme ohne Schaden zu nehmen nicht hin. Wir warten mal ab. Okay, das war's. Das war's einfach. Noch ein Stück. Stopp. Stopp. Bombs-Aki. Schlüssel. Jetzt sollte es passen. So, jetzt sprengen wir hier. Kann ich die Kiste da hinschieben? Oh, ich kann eine Bombe verwenden dafür. Ich kann die Kiste da hinschieben. Ja, Gott, ich bin klug. Ich bin ausnahmsweise mal klug. IQ-Play. Nice. Very nice. Dann können wir uns jetzt nämlich auch die Truhe holen. Wo auch immer die war. Welcher Raum war das denn? Welcher Raum war das denn? Hier oben, ne? Hier oben war das, richtig. Okay, Hierophant nehme ich mit, weil jetzt die zu legen wäre kompletter Schwachsinn. Jetzt die zu legen wäre kompletter Schwachsinn. Ah, wir machen mal ganz fix, nee, das Mysterious Paper, dass ich es nachher nicht komplett vergesse, ich lege das Mysterious Paper dann in den Bossraum. So machen wir es. Ich wollte es jetzt in den Itemraum legen, aber vielleicht renne ich nachher nicht am Itemraum vorbei, wenn wir hier zurückspielen. Und dann wäre das schlecht. Dann wäre das ganz schlecht. Konnte man auch ein Schlüssel eigentlich kaufen? Nee, nur eine Bombe. Okay, aber jetzt kann ich mir die Batterie nämlich auf jeden Fall kaufen. Okay, ich meine, der Sack für 7 könnte auch Schlüssel plus Bombe beinhalten. Oder 2 Schlüssel. Das ist auch in Ordnung. Das ist sogar besser. Das ist sogar besser. Also der Sack ist schon meistens auch ein recht gutes Angebot. Okay. Mit 3 Bomben... Ich könnte jetzt hier 2 Bomben opfern und den Spezialgeheimraum... Ich überlege halt gerade, ob es sinnvoll ist. Mist, ich hätte die Viecher drin benutzen können. Das waren alles Explosionsgegner. Wenn da jetzt nichts ist, dann ist ärgerlich. Ach, scheiße. Dann halt nicht, ne? Oh nein, du bist es. Yo! Die Feder hat einfach gar nicht getroffen. Die Feder hat einfach mal gar nicht getroffen. Alter! Er ist so schnell! Wenn er mir noch ein komplettes Herz abzieht, dann gehe ich auf Hierophant. Bevor es knapp wird. Oha. Nein, ich setze jetzt keine Random-Pille ein, nachher teleportiert die mich raus. Wäre das Dümmste, was ich machen könnte. Tschüss. Komm, Engelraum, habe ich mir verdient. Vielleicht. Schade. Habe ich nicht bekommen. So, was haben wir hier? Okay.
Das Booster Pack. Two of Hearts. Coole Karte. Lass mich hier auf jeden Fall schon mal liegen. Die kann ich nachher sicherlich gut gebrauchen. Das Stars ist auch eine coole Karte. Könnte man mitnehmen. Sun ist auch eine coole Karte. Die ist sogar besser als Two of Hearts. Die lasse ich hier liegen. Hierophant hatten wir schon. Das ist, glaube ich, meine Karte. Oder haben wir jetzt zweimal hier irgendwo Hierophant rumfliegen? Nein, und da ist Lovers. Okay. Auch die Lovers können wir hier liegen lassen. Können wir alles später nutzen. Hierophant ist jetzt sozusagen mitzunehmen. Okay. Nee, ich nehme das Stars mit und setze Hierophant ein. So rum. Ja. Ich nehme Stars mit und setze Hierophant ein. Jetzt hole ich nur kurz noch das Paper. Weil ich will ja das Haufen Trinket will ich ja mitnehmen. So, dich. Dich lassen wir hier. Weiß nicht, ob ihr das jetzt wieder für eine falsche Entscheidung halten würdet, aber ich finde, ich habe gut drüber nachgedacht. Ich bin der Meinung, dass das... Hallo? Ah, falsche Taste. Ja, moin. Bin der Meinung, dass dieses Trinket hier mir mehr bringt als das Mysterious Paper. Vielleicht seht ihr das anders, dann tut's mir leid. Okay. Ja, mehr können wir nicht tun. Ich glaube, ich habe alles getan, was ich tun konnte. Ich habe leider zwei Bomben verschwendet beim Versuch, diesen Geheimraum zu finden. Kann ich leider nicht mehr ändern. So. Och nein, 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 nein! Ah, der Curse of Darkness regt mich auf, aber wir haben eine Engelchance von 100%. Und das ist schon ziemlich gut, wenn wir mal bedenken, dass wir 4,5 Herzen vor den roten Herzen haben. Das ist schon ziemlich, ziemlich gut. Den Gegner? Nein, der zieht mir einfach an. Da gehen wir später durch. Ah, nicht noch so. Da gehen wir auch später durch. Da ist nur der Stachelraum. Den machen wir jetzt noch gar nicht. Okay, die vier explodieren tatsächlich noch. Manchmal. Auch nicht immer scheinbar. Alter, in Dunkelheit ist das echt creepy teilweise sogar. Weil man halt nicht getroffen... Da ist einer. Weil man halt nicht getroffen werden will. Nee, du triffst mich. Ich hau dir ins Gesicht. Mit Eiszapfen. Mach ich aber auch so. Okay, nice. Das war's. So, die Mitte hier sieht äußerst interessant aus, aber ich käme eh nicht ran. Nee. Okay. Schlüssel bekommen. Auch gut. Enger Gang. Mit diesen Gegnern. Und diesen Gegnern natürlich. Die sind immer zusammen irgendwie. Scheinbar. Oh nee, Mann. Jo, wie soll man dem Scheiß denn ausweichen? Ja. Ja, du kannst mich mal. Drecksvieh, ey. Ah, falsche Richtung. Ey, so ein Drecksvieh, ohne Witz. Eine Truhe. Ja, wir können es machen und dann mit Stars raus. Da gehe ich nicht auf den Kampf. Bin ich ganz ehrlich mit euch. So, das ist jetzt die Sad Onion. Ich glaube, das ist die, die ich nicht will. Ich gucke aber kurz nach. Es ist auf jeden Fall eine Onion, also kann ich schon mal Onion eintippen.
Nee, es ist die Dead Onion. Minus 1,2 Range Down, minus Shot Speed Down mal 1,5 Tier Size. Isaac's Tears become large, brown and will penetrate all objects and enemies. Piercing plus Spektral. Also sie werden einfach größer. Sie werden einfach sehr viel größer. Aber die Range ist minus 1,2. Wir sind jetzt bei einer Range von 4,43. Nee. 6,61. Ich glaube, guckt euch mal meine Range an gerade. Ich weiß nicht, ob das so... Ist das ein Item, was ihr nehmen würdet oder nicht? Ja, ich denke, so viel schlimmer ist es nicht, ne? Und die Eistappen waren halt schon echt klein. Und wir haben jetzt halt Piercing. So, Piercing ist halt schon cool. Ne, das geht durch alles durch. Piercing und so, das ist schon cool eigentlich. Blank Rune. Ich glaube, die kann man einfach einsetzen, ne? War jetzt in dem Fall Haralas und ist nochmal aufgetaucht. Noch eine Blank Rune. Ach stimmt, und wenn... Richtig, und dann kann es passieren, dass sozusagen die Rune... nochmal. Ja, das nochmal eine neue Rune auftaucht. Also die. Oha, Shop. Aber mit einer Münze eigentlich Quatsch. Mit einer Münze eigentlich Quatsch da reinzugehen. Das brauchen wir auch nicht machen. Nee, aber wirklich nicht. Boss finden wir jetzt cool, weil im Moment ist ja immer noch 100% Wahrscheinlichkeit für den Engelraum. Also Boss finden wir jetzt wirklich cool. Und hier läuft, solange wir hier noch weitergehen können, wäre ich da sehr stark dafür. Und wenn wir unsere Range auch gleich wieder dann irgendwann hochgeschraubt haben, das kriegen wir bestimmt noch hin, dass sie wieder ein bisschen höher geht. Was weiß ich, mit irgendwelchen Pillen oder anderem Kram. Dann kann es ja nur von Vorteil für uns sein. So, ist hier irgendein cooler Stein? Nee, ne? Nicht wirklich. Und ich möchte eigentlich recht schnell aus dieser Ebene raus. Bin ich euch ganz ehrlich. Yes! Yes, 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 yes. Cut, yes, 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 yes. Nein, also, sorry. Das war eigentlich überhaupt nicht lustig. Aber irgendwie kam es so über mich. Wir probieren es wieder mit den zwei Bomben. Es ist halt einfach sehr oft so, dass in diesem Raum einfach dieser Geheimraum ist. Ach, es ist doch zum Kotzen. Sehr gut. Guter Start. Sehr nice. Engelraum ist am Start. Und wir gucken, was wir kriegen. Wir lernen fliegen. Und ein HP gibt es auch noch oben drauf. Sehr geil. Passt so. Ich lasse jetzt hier den Quatsch, lasse ich jetzt hier drin. Ich habe nur eine Bombe. Ich will jetzt nicht noch mehr Bomben. Ne? Das lassen wir jetzt. Und da wir fliegen können, können wir uns jetzt den Kram hier holen. Muss nur aufpassen, nicht da reinzurennen. Ich bin schon so klein und renn trotzdem. Es ist so traurig. Es ist so traurig, was ich teilweise für einen Müll zusammenspiele manchmal. Oft. Ja, ich gebe es ja zu oft. Okay, cool. Ihr könnt ja auch wieder, wenn ihr jetzt sich Haralas auslöst, wäre es cool. Ah, leider war es was anderes. Aber wie gesagt, weiß man halt vorher nicht. Okay. Okay. Jetzt kriegen wir mal mehr Münzen. Jetzt können wir auch mal in den Shop reingucken. Giebel.
Nee, nee, Bibel brauchen wir nicht. Wir können eh schon fliegen und ansonsten ist das Quark. Das ist alles hier Quark. Nee, da gebe ich jetzt kein Geld aus. Da warten wir auf den nächsten Shop. Oder vielleicht findet man Vielleicht findet man ja einen Bettler. Aber, also Piercing finde ich schon, allein für Piercing hat sich das halt auch schon wieder gelohnt. Ne? Piercing plus Spektral hat schon eine ordentliche Geschichte. Vision können wir einsetzen. Vision bin ich sehr dafür. Dann holen wir uns noch den Geheimraum hier auf jeden Fall, egal wo er ist. Dann holen wir uns auf jeden Fall noch den... Okay, ich sehe ihn. Hier ist er. Ach, ich muss ihn aber auch noch aufsprengen. Ah, okay, ich dachte, Vision macht den auch auf. Stellt sich raus, Vision macht den nicht auf. Aber, interesting. Interesting. Interesting stuff hier am Start. Okay. Wir haben sehr viele Herzen rumfliegen. Die Frage ist, will ich noch mehr HP ab? Aber ich denke, eins kann ich mir eigentlich noch leisten, ne? Aber wir gehen mal noch die anderen Räume ab vorher. Ja, es liegen sehr viele Herzen rum. Wir können hier ordentlich die Maschine auspowern. Und ansonsten kriegen wir auch Geld. So ist ja auch eine coole Geschichte. Gerade für solche Gegner ist es auch wieder super gut, wenn man Spektraltränen hat. Auch noch vor allem in der Dunkelheit. Achso, ich wollte gerade sagen, ich muss aufpassen, aber Stacheln interessieren mich ja nicht mehr. Außer Stachelsteine, interesting. Oh, das ist auch jetzt nochmal interessant. Aber da bin ich auch wieder ganz ehrlich. Das ist ein Trinket, das würde ich dann in den Bossraum legen. Aber wobei, wir haben ja schon ein Trinket in den Bossraum gelegt. Also eigentlich brauchen wir kein zweites Trinket im Bossraum. Rumfliegen haben. Muss eigentlich nicht sein. Aber ich denke, schaden kann es auch nicht. Also, why not? So, und jetzt können wir nämlich, da wir ja fliegen können, können wir ganz entspannt hier reingehen. Und uns noch Dinge abholen vielleicht. Ach, geh heim. Der hat mich echt noch... Hat jetzt mich die Bombe noch getroffen oder war das der Schaden vom durch die Tür laufen? Oha. Oha. Was hat mich da jetzt getroffen? Okay, jetzt haben wir übrigens alles gesehen. Sehr gut. Gut, wir haben alles gesehen. Ja. Dich legen wir einmal ganz fix. Ach komm, ich lege mir jetzt in den Itemraum. Sollte ich nachher nicht mehr in den Itemraum kommen, ist es so. Aber das ist eine Ebene, die ist dann ja kleiner. Da könnte es sein, dass man noch in dem Itemraum mal zwischendurch vorbeiguckt. Das ist durchaus denkbar. Ich werde auf jeden Fall den hier mitnehmen bis zum Ende, weil ihr wisst, wie oft am Ende nochmal ganz viele Haufen kommen mit einem Bettler in Kombination. Und wenn wir dann das Viech haben, dann können wir den Bettler ordentlich füllen. Also das erscheint mir schon sehr sinnvoll. Jetzt holen wir uns trotzdem noch ein blaues Herz. So viel muss dann jetzt doch nochmal sein. Okay, aber sonst haben wir hier, glaube ich, jetzt alles getan, was wir tun konnten. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts verpasst. Oder vergessen, weil ich jetzt erst später fliegen konnte. Aber ist auf jeden Fall schon mal sehr gut, dass wir fliegen können. Sehr, sehr praktisch. Sehr, sehr praktisch. HP Up war auch mit dabei. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Okay. Jetzt kommt es drauf an. Bitte kein Curse. Sehr schön. Sehr schön. Schon mal kein Curse. Das heißt, wir müssen jetzt die Fool-Karte finden. Und dann den Boss. Ja, also, das Range Down
man merkt es eigentlich echt überhaupt nicht stark. Also das ist tatsächlich schon sinnvoll gewesen, die Onion zu nehmen. Wahrscheinlich hättet ihr mich böse gehauen, wenn ich sie nicht genommen hätte. Aber ich überlege halt trotzdem so, ne? Es ist halt... Aber ich glaube, ich habe bei der Überlegung am Anfang habe ich... Okay, die Truhe ist gefährlich. An die Truhe gehen wir gar nicht erst ran. Seht ihr das? Da ist so ein roter Fleck. Da gehen wir nicht ran. Mittlerweile gucke ich da besser drauf. Nach 5 Parts. 5 Parts, nach 50 Parts könnte man eher sagen. Gucke ich dann auch mal drauf, was die... wie die Truhen aussehen. So, was haben wir hier? Einen Bettler? Ja. Ich habe nicht die Donation-Maschine. Ich hasse mich. Ich habe die Donation-Maschine vergessen. Ich habe die Donation-Maschine vergessen. Komm, gib mir gleich einen Satan-Deal-Item. Oha. Oh, nice. Nicht so nice. Das ist nochmal ein Tears Down, ne? Ja, lol. Kannst du behalten. Das Witzige ist ja, durch Regeneration, ne? Kriegen wir eh unser Geld zurück. Ach, unser Geld, sag ich schon. Ihr wisst, was ich sagen wollte. Oh, The Devil würde ich gerne zum Endboss mitnehmen. Oh, nice. The Devil würde ich gerne zum Endboss mitnehmen. Geht leider nicht, weil wir ja den Key mitnehmen müssen. Yo, die dritte Pretty Fly. Das ist der beste Battler überhaupt. Yo, und da ist mein Damage up. Nice. Okay, ich habe es ein bisschen zu bald eingesammelt. Ja. Sorry, ich hab's ein bisschen... Ich bin's ein bisschen arg bald eingesammelt. Jetzt haut ihr mich deswegen wieder. Zurecht. Zurecht haut ihr mich jetzt wieder. Ich hab's zu bald eingesammelt, weil jetzt habe ich die ganzen Herzen verschenkt. Es tut mir leid. Es ist passiert. Ich hätte zum Beispiel erst hier die Truhe öffnen können und dann das Ding einsammeln. Na, weil man kriegt ja ordentlich schwarze Herzen. Da habe ich jetzt einiges verschenkt an den schwarzen Herzen. Aber es ist... Es tut mir leid. Das sind Sachen, die fallen einem wirklich ganz kurz danach dann ein. Ganz kurz, nachdem man es gemacht hat, fällt es einem auf. Das ist so... Immer wieder ärgerlich. Ach, geh, komm. Und durch Regeneration ist halt echt das Schöne, dass wir ja, solange wir von den schwarzen Herzen noch betroffen sind, ich muss nach der Karte gucken, fällt mir gerade wieder ein. Totenköpfe kontrollieren, kein Kreuz, okay. Dass, solange wir von den schwarzen Herzen noch betroffen sind, wir uns ja einfach ununterbrochen regenerieren. Da ist der Totenkopf. Und hier ist alles. Hier ist Shop. Hier ist Shop und Itemraum. Du kannst mich mal. So, dann erstmal die Fool-Karte holen. Stimmt, ich kann Devil ja gar nicht mitnehmen zu Mom. Hm, naja, dann brauchen wir Devil gar nicht überhaupt nicht mitnehmen. Das ist dann Quatsch. Ja, war klar, dass der jetzt irgendwann kommt. Aber ist in Ordnung. Tschüss. Ja, da ist meine Range wieder. Nice. 0,75 drauf. Und ja, okay, normales Item. Jetzt würden wahrscheinlich manche sagen, und auch das könnte ich verstehen, jetzt würden manche sagen, ey, du hättest warten sollen. Vielleicht kriegst du eine Rune. Und die Rune rerollt einfach. Und da habt ihr recht, könnte passieren. Könnte passieren, dass ich die Change-Rune nochmal irgendwann droppe. Könnte passieren, dann hätte ich den rerollen können. Weil der jetzt natürlich nicht so mega effektiv ist als Item. Also das wäre was ich auf jeden Fall rerollen würde, wenn ich es könnte.
Habe ich jetzt nicht so richtig nachgedacht, könnte passieren, dass wir es rerollen dürfen. Hätten dürfen. Also jetzt nicht mehr, weil jetzt ist eh vorbei. Aber sollte das jetzt die Change-Rune sein? Okay, ist nicht die Change-Rune. Das ist die Verdopplungsrune. Was mache ich denn mit der? Die ist halt dann sinnvoll, wenn irgendwo recht viel Zeug rumfliegt. I don't know. I don't know. Okay. Ich darf jetzt auf jeden Fall The Fool nicht verlieren. Deswegen laufe jetzt mit The Fool weiter. Und schauen, dass wir den Boss möglichst schnell finden, bevor ich die Fool-Karte versehentlich einsetze. Das wäre nicht so geil. Okay. Die Truhe irgendwann berühren wäre auch nicht so geil. Ne? Oh, ich bin schon wieder viel zu nah an der... Das war eine richtig schlechte Abschätzung. Ich dachte, ich bin viel weiter weg. War ich doch. Oh mein Gott. Okay, ich dachte, das Viech macht Brimstone. Das Viech macht nicht Brimstone. Kann die auch in der... Okay, die kann auch in der Luft runtergehen. Auch interessant. Ich hätte jetzt gedacht, die kann vielleicht nur... Oha, ist die jetzt so in der Luft, dass ich da gar nicht rankomme? Das ist ja auch witzig. Ja, lol, jetzt bin ich noch rangekommen. Okay. Okay, meinetwegen, ne? Ja, ich glaube, so schlimm ist es nicht, dass wir nicht an der Maschine gespielt haben vorhin. Es hat mich zwar geärgert, aber wenn ich jetzt so bedenke, was wir jetzt alles haben. Ich will, glaube ich, mehr HP will ich gar nicht haben und Münzen haben wir eh genug. Ja, passt schon. War bei mir. Nix bei euch. Keine Panik. Ja, also... Wir haben eigentlich alles, was wir brauchen, so. Wenn es scheitert, dann wieder bei Dogma. Das ist einfach... Das ist halt einfach Dogma, der Dogma-Effekt. Also, ich denke, den Tainted-Charakter werden wir bekommen. Ich glaube nicht, dass ich jetzt auf dem Rückweg mich böse anstellen werde. Ich denke, den Tainted-Charakter werden wir mitnehmen. Wenn es scheitert, vielleicht bei Dogma. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ja, das meinte ich. Wir kriegen genug Geld zusammen. Also, mit der Maschine zu spielen, hätte einfach nur Zeit gekostet in dem Fall. Ich will gar nicht mehr HP abhaben. Zu viel rote Herzen ist auch wieder nicht so gut. Vor allem, wenn man mit sowas wie Dings rumläuft. Was ja blaue Herzen droppen kann, wenn man Schaden nimmt. Ne? Dann haben wir noch den zweifachen Federeffekt. Also es lädt sich ja zweimal auf. Da haben wir die Batterie gekauft. Sehr, sehr coole Geschichte. An der Stelle. Okay. Gehen wir rein. Fool habe ich dabei. Passt. Alter, das macht so böse Schaden. Vielleicht kriegen wir ja doch mal mit der Feder klein. Oh, die zweite Feder habe ich scheiße eingesetzt. Das gebe ich gerne zu. Die zweite Feder habe ich richtig scheiße eingesetzt. Aber was soll's. Ein Satan-Deal ist aufgetaucht. Auch da können wir jetzt natürlich mal reingehen. Auch da können wir jetzt natürlich mal reingucken. Schaden tut's uns nicht. Aber beides, was wir hier kaufen können... ist einfach nicht zwei Herzen wert. Fliegen können wir eh schon, ne? Und den Kollegen mitnehmen, das sehe ich jetzt auch nicht so wirklich ein. Okay, passt. The Fool und Abflug. Einmal hier aufmachen. Und dann wollte ich, was wollte ich holen? Wollte ich irgendwas holen? Ach, ich wollte spielen. Nee, Quatsch, habe ich ja. Der hat ja sein Dings gedroppt. Was wollte ich denn jetzt überhaupt noch hier? Nix mehr. Ich wollte hier nichts mehr, ne? Was lag hier noch rum? Death. Ich meine, ich kann Devil noch mitnehmen für einen komischen Raum, der vielleicht komisch wird. Ach nee, ich muss Abundance mitnehmen. Hier, Dings. Jera heißt die, glaube ich. Genau, genau, genau. Die muss ich mitnehmen, falls wir irgendwo was Cooles haben, was wir verdoppeln wollen. So, was am Boden rumliegt. Das muss ich mitnehmen.
Okay. Ja, dann würde ich sagen, hauen wir ab. Ich würde sagen, das passt so, ne? Ich wüsste jetzt echt nicht, was wir noch groß tun können, wollen, sollen, müssten. Ich hab alles getan. Ich habe alles vorbereitet. Trinkets liegen in Räumen. Wir kriegen also die Cracked Keys zusammen. Ja. Gehen wir doch direkt in den Raum hier rein. Nehmen wir uns eine Rune mit. Ah, war falsch hier drin einzusetzen. Na, hier kann das gar nicht. Ja, sorry. Lost. Das sind Dinge, die mache ich so oft falsch. Und ich lerne nicht draus. Und ich lerne einfach nicht draus. Ich wollte natürlich einen Qual... Aber dann hätte ich Abundance liegen lassen. Aber gut, ein Qual Space wäre mir dann auch lieber gewesen als Abundance. Null. Na gut. Die haben so eine Reichweite, die ist so böse. Mach dich weg. Gott. Kann der auch über die Wand eigentlich? Scheinbar nicht. Juckt den überhaupt nicht. Okay, cool. Ja, okay, über die Wand können sie nicht. Und wenn ich mich so stelle, können sie dann... Okay, wissen wir nicht. Haben wir nicht rausgefunden. Oh, Resistance auch nice. Resistance definitiv auch nice, wenn wir noch Bosskämpfe oder sowas vor uns hätten. Aber aus der Situation jetzt eher weniger. Aber nehme ich auf jeden Fall mal mit. So ist nicht. Nehme ich auf jeden Fall mal mit. Okay, cool. Batterien. Easy Schalter. Easy Truhe. Also Shop- und Itemraum ist natürlich ein Muss. Ein Besucher muss. Ne, ganz klar. Braucht man gar nicht drüber reden. Ist hier schon eine Shop-Möglichkeit? Nein, Shop-Möglichkeit. Ich wollte sagen, eine Geheimraummöglichkeit. Ne, bisher sehe ich keine konkrete. Oh mein Gusch! Öcke Gott! Mein Gusch! Ja, war ein Item, aber gar kein so geiles. Also schon ein geiles, aber meine Feder will ich natürlich behalten. Das war, was ich sagen wollte. Aber ich finde es so krass, wenn einfach mal Items rumliegen. Vielleicht kriegen wir ja noch eine Change-Rune. Vielleicht droppt ihr in irgendeinem Raum noch eine Change-Rune. Das wäre super gut. Das wäre super gut. Dann könnten wir hier schön rerollen. Es kann nur besser werden. Ich liebe das, wenn in Items einfach Räume sind. Das ist so gut. Wooden Cross. Okay. Jetzt muss ich nachschauen. Das habe ich, kenne ich überhaupt nicht. Sagt mir null. Wooden Cross ist ein Afterbirth Plus Trinket. Gibt mir den Holy Mantle Shield Effect at the start of every new floor, which protects you from... Okay. Ach so, an jedem... nicht an jedem Raum, sondern... Ach so, man hat einmal pro Ebene den Holy Shield Effekt. Holy Mantle, Entschuldigung. Nee. Das nützt mir dann doch nicht so viel. Du kommst mit. Was immer das andere gewesen sein hätte können, aber die Platte nehmen wir auf jeden Fall mit. Bevor das andere irgendein Müll ist, nehme ich natürlich die Platte mit. Da brauchen wir gar nicht diskutieren. Huch! Hä? 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 Was habe ich getan? Wieso ist jetzt ein bisschen... Hä? Hier ist gerade einfach von meinem Virenprogramm. Alter, geh weg. Sie sind vollständig geschützt. Ja, cool. Junge, ich dachte, das Spiel stürzt schon wieder ab. Ey, wieso sind Virenprogramme so, wie sie sind? Oh Gott, regt mich so aus.
Okay, jetzt habe ich ganz kurz, Bammel. Wir gehen einmal kurz raus und wieder rein. Ey, es ist, ne? Manchmal weiß ich nicht, was ich sagen soll. So, da ist der Shop, perfekt. Dann haben wir alles, was wir haben wollten, gefunden. Dann können wir noch mit genug Bomben den Geheimraum suchen. Jetzt gibt es auch Möglichkeiten. Und dann schauen wir, dass wir wirklich möglichst schnell auf dem Heimweg uns machen. Nochmal schön hier Münzen cashen. Sehr cool. Ach, geh, Mensch, du blöder. Dich wollte ich jetzt echt nett. Komm. Mach dich weg. So. Kein Bock auf einen vernünftigen Kampf jetzt hier mit dir. Aber wirklich nicht. Ach, Mann, du blöder. Ich hätte hier einen schönen Shop haben können. Na gut. So, hier könnte einer sein. Von hier aus ist es auch nicht ausgeschlossen. Jetzt lass mich ganz kurz gucken. Hier wäre die Tür, dann wäre der hier. Treffer versenkt. Ja, auch nur Geld. Also, was heißt nur Geld? Es klingt so dumm, zu sagen, es ist nur Geld, aber es ist halt nur Geld. Was? Hörst du auf? Es ist kein guter Raum. So, weg mit dir. Aber das Schöne ist auch, ich kann auf dem Weg jetzt nach oben recht oft, die ist gefährlich, recht oft einfach Dings einsetzen, meine Feder, wenn der Raum zu krass ist. Dann kann ich die großen Gegner mit der Feder einfach wegschnetzeln. Auch sehr praktisch, wenn wir mal ehrlich sind. Change! Yes! Theorie und Praxis. Und bevor wir Perthro einsetzen, jetzt machen wir hier die Mega-Kombination. Falls das erste Reroll kacke ist, nutzen wir einfach das zweite Reroll. So ein Ding ist das. Jetzt kann ich zweimal rerollen. Okay, ich guck kurz nach, bevor ich die einsammle. Ich weiß nämlich gerade wieder nicht, was das Viech ist. Es gibt so viele, die so ähnlich aussehen. Es ist sicherlich irgendeine Spider. Ich gebe einfach mal Spider ein. Oh, es ist ein Repentance-Item. The Intruder, Invasive Friend. In addition to normal tears, Isaac now also fires a set of 4 quatsch tears with a slowing effect. Ah, zusätzlich war das. Ja. Das würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Bevor wir irgendwas anderes, irgendeinen Shit rerollen, nehme ich das mit. Ich glaube, das haben wir auch noch nie gehabt. Ich kann mich nicht erinnern. Bevor wir irgendeinen Shit rerollen, nehme ich das mit. Bin ich euch ganz ehrlich. Und da wir jetzt aber noch ein zweites Change haben, vielleicht rennen wir ja nochmal irgendwann über ein Item, nehme ich weiterhin Change mit und nicht das Schild. Sollten wir nochmal irgendwo rerollen können, werde ich sowas von Change einsetzen, ne? Das halte ich für deutlich sinnvoller. Wo schieße ich denn hin? Na, da kommt so Zusatztränen. Sehr gut. Sehr geil. Und die verslowen, verlangsamen auch nochmal, die Isaacs. Also, echt. Ich laber einen Scheiß. Die verlangsamen auch nochmal die Gegner. Das ist cool. Okay. Okay. Ist es irgendwo eine gefährliche Truhe? Nein. Muss nur aufpassen. Zwecks böser Stein. Sehr cool. Da ist der Bossraum. Ach, hört. Ich drücke auf die falsche Taste. Jo, was mache ich denn hier?
Okay. So, jetzt ist allerdings der Punkt da, wo man merkt, wir könnten noch versuchen, den Geheimraum zu finden, den anderen. Ich habe genug Bomben, um es auszuprobieren. Das ist das Ding. Und ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Eine Möglichkeit wäre schon mal hier. Ja, perfekt. Oh. Hat man noch nicht? Hat man noch nicht? Hat man noch nicht? Hat man... Oh ja, noch mehr Small. Ist noch mehr Smaller. Why not, ne? Why not? Ach, ich merke auch gerade, die dritte Putty Fly hätte mir gar nichts genützt, weil ich ja schon den Ball um mich habe. Ups. Okay, die Pille hier gibt's doppelt. Ich hoffe, es ist ein Tiersub oder sowas. Irgendwas Cooles. Okay, das kann man einsetzen, weil wir ja ein cooles Trinket haben. Wodurch wir nochmal hier was bekommen können. Zum Beispiel Geld. Und eine Pille, die wir nicht kennen. Okay, ein Speeddown ist nicht ganz so cool, aber dadurch, dass wir so klein sind, ist es in Ordnung. Okay, passt doch. Passt doch. Passt doch. Okay. Ja, dann haben wir alles getan, was wir konnten. Ne? Change nehmen wir mit, falls ein Item auftaucht, was wir rerollen wollen. Ich würde zum Beispiel, bin ich euch ganz ehrlich, ich würde ein HP ab, was mir ein Battler gibt, würde ich rerollen. Weil es könnte durchaus was Besseres werden. Bin ich komplett ehrlich. Ein... Aua. Ein HP ab würde ich sofort rerollen. So, das sollte jetzt nicht allzu lange dauern, hier rumzulaufen. Oh, interessant. Über die großen Teile kann man gar nicht fliegen. Über die hier. Sehr interessant. Sehr interessant. Gut, dann sind wir schon hier. Ab nach oben. Also ausrüstungstechnisch sollten wir echt durchkommen. Also den Tainted-Charakter freischalten, das sehe ich uns. Wie es dann weitergeht, das weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Range-Up sofort einsetzen. Sehr geil. Hier können wir auf jeden Fall auch mal sprengen. Es kann nur gut werden. Ja, Devil ist cool, aber wie gesagt, nützt mir leider nicht zu viel. Und da geht's auch schon weiter. Und deswegen, ne, Devil, ich nehme Devil nicht mit, ich nehme Perthro mit, falls ich was rerollen will. Okay. Ich denke noch dran, dass ich ein Item habe. Ich habe ein Item im ersten... Ja, stimmt! Okay, aber Change kann ich dafür nicht nutzen. Change kann ich dafür nicht nutzen, weil ich vorher den Crack Key mitnehmen muss. Wollte gerade sagen, wir haben ja sogar noch ein Item zum Rerollen, aber nee, haben wir nicht. Weil ich da eben bis dahin schon Perthro aufgegeben haben muss. Leider. Aber vielleicht kriege ich ein neues Perthro in der Ebene. Kann ja sein. Vielleicht kriege ich auch ein Perthro, was ich aussprechen kann. Ich weiß, meine Sprache ist großartig. Oh, neues Burkano. Ja, damit. Hier liegt jetzt der Cracked Key. Wie gesagt, den brauchen wir noch nicht. Wir haben noch einen Cracked Key liegen, ne? Also ich glaube, bei Caves 1 liegt ein Cracked Key. Ich hoffe, ja. Nicht, soll ich lieber den zur Sicherheit mitnehmen, falls der andere nicht... Dann ist jetzt halt Perthro weg. Sorry, ich nehme den jetzt lieber mit. Ich hoffe mal, dass wir auf dem Weg... nicht irgendwo jetzt ein Item haben, was wir rollen wollen. Ich gehe jetzt auf Nummer sicher. Falls der andere Cracked Key aus irgendeinem Grund nicht funktioniert, was ich mir nicht vorstellen kann, oder falls meine Erinnerung schon wieder mich trügt, ich bin einfach viel zu unsicher bei sowas. Es tut mir leid. Dann nehme ich lieber den mit, dass ich auf jeden Fall einen habe. Dass ich auf jeden Fall einen dabei habe. Ganz klare Geschichte. Okay, hier wäre der andere. Da wäre aber schon hier gewesen. Na, deswegen... Ach so. Ja, und ich... Volltrottel, sag so, ja, hier Lavas und so, behalten wir alles. Kann ich ja auch nicht mitnehmen. Ja, moin. Oh, ne, hier machen wir den Kollegen. Dass die weg ist. Die will ich nicht. Mit der will ich nicht spielen.
Komm, gleich den Lichtstrahl. Das ist alles andere als der Lichtstrahl, Freunde. Hätte weh tun können. Nee, Tearstone kannst du behalten. Liebe Ebene. Tearstone kannst du vollständig behalten. Okay, den Raum spielen wir auf jeden Fall ganz normal. Ich wollte noch sagen, wenn ich hier getroffen werde, wäre es echt dumm. Da wäre es schon fast passiert. Da wäre es einfach schon fast passiert. Lichtstrahl. Okay, Abflug. 3 Ebenen noch. Ich würde ganz gern mein blaues Herz wieder bekommen, aber mal gucken. Vielleicht finden wir ja was Schönes. Jetzt darf ich auf jeden Fall den Crack Key nicht verlieren. Ich darf jetzt nicht versehentlich Q drücken. Dann ist alles vorbei. Ich finde es so schlimm. Ich muss mich nur verdrücken mit WASD und muss auf Q kommen. Das ist so... Man redet sich da so eine Scheißangst ein. Es ist echt nicht schön. Okay, auch der Raum sollte ohne Hit funktionieren. Alles andere wäre irgendwo dumm. Aber man weiß es natürlich nicht. Ja. Lichtstrahl. Nice. Ab, 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 ab. Hoch, hoch, hoch. Ganz, ganz fix. Wir sind schon in Basement 2. Eine Ebene noch, dann einen Itemraum suchen. Nee, 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 nee. Okay, sehr gut. Dann einen... Ei. Dann einen Itemraum suchen. Neue Rune fliegt hier rum. Bankrune kann ich eigentlich... Okay, was könnte schlimmstenfalls passieren? Gibt es eine Rune, die den Crack Key verschwinden lassen kann aus irgendeinem Grund? Weil sie weiß ich nicht. Es kann ja eigentlich nur verdoppeln. Oder gibt es eine Rune, die den Crack Key ändert in ein anderes Trinket? Lasst mich mal ganz kurz alle Runen durchgehen. Lasst mich mal ganz kurz alle Runen durchgehen. Nicht, dass es eine Rune gibt, die irgendwie so Trinkets ändert, die rumfliegen. Das wäre nicht so geil. Also. Wir haben Hackerlass zerstört alles im Raum. So. Java verdoppelt Pickups. Das heißt, es würde einfach ein zweiter Crack Key auftauchen. Nicht schlimm. Ewaz ist eine Trapdoor. Dagas würde mir ein Soul Heart geben und den Fluch aufheben. Wischen zeigt die Item Geheimräume. Change rerollt Pedestal Items. Vercano ist Companionship und Resistance ist das Schild. Okay, es gibt keine Rune, die irgendeinen Müll machen kann mit dem Trinket. Das ist doch schon mal gut. Dann kann man es einfach einsetzen. Guck mal, haben wir tatsächlich einen zweiten Crack Key bekommen. Also sollte ich jetzt versehentlich Q drücken, habe ich noch einen Crack Key auf der Ebene rumliegen. Das ist doch mal ein Service. Hier ist ein Unsichtbarer dabei, muss ich aufpassen. Ganz wichtig. Und damit ist er schon raus aus der Nummer. Sehr schön. Oh, noch eine Rune. Vision. Ja, Vision nützt mir jetzt hier wirklich gar nichts. Hier gibt es keine Geheimräume. Oder gibt es hier neue Geheimräume? Ich setze einfach mal ein. Es kostet ja nichts. Ach so, aber es macht mir die ganze Ebene auf. Ich bin auch so dumm. Ich bin auch so dumm. Es macht mir einfach die ganze Ebene auf. Ja klar, Wischen ist ja die Karte und nicht der Geheimraum. Manchmal ist man auch wirklich blöd. Dieses manchmal ist bei mir echt oft. Oft. Nicht oft, oft. So, haben wir den Itemraum schon gesehen? Ich glaube ja. Aber war das bei uns nicht Burning Basement? Das heißt, das ändert er dann doch nochmal. Wir waren meiner Meinung nach im Burning Basement, aber den... Oh, stimmt. Okay, das wäre auch für Change was gewesen, aber haben wir jetzt natürlich nicht, ne? Ist klar, haben wir jetzt natürlich nicht genutzt. Logisch, weil ich ja den Crack Key mitnehmen muss. Aber stimmt, den habe ich hier auch liegen lassen. Sollte jetzt also eine Change-Rune nochmal auftauchen, dann wissen wir, was wir tun können. Sehr gut. Hui! 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 Oh, ich sehe was anderes Cooles. Okay. Okay. Hätte was Schöneres werden können, aber ist in Ordnung. Kann ich mitleben. Einfach nochmal der gleiche Raum. Nur diesmal ohne coolen Stein. Nice.
Okay. Ha! Genau deswegen, das war der Punkt, weshalb ich gesagt habe, ich will das Trinket mitnehmen. Na, ich meine, klar. Oh, dafür gibt es jetzt das blaue Herz sogar. Nice, ich wollte gerade sagen, das Trinket nützt mir gerade nicht so viel, weil wir ja eh richtig viel Kohle haben. Aber er hat das blaue Herz gerade dadurch gedroppt. Sehr nice. Aber genau das war der Grund fürs Trinket. Genau dieser Raum, von dem habe ich gesprochen. Okay, wir kriegen einfach nochmal einen Sack. Kann man mitnehmen. Kann man mitnehmen. Nicht das genialste Item, aber kann man mitnehmen. So, in die Richtung muss der Lichtstrahl sein. Perfekt, wir sind voll. Sehr schön. Letzte Ebene. Es bedeutet nochmal Geheimraum suchen. Ihr wisst Bescheid. Cracked Key haben wir immer noch dabei. Ich habe ihn nicht versehentlich eingesetzt. Ich hoffe, ich setze ihn auch jetzt nicht versehentlich ein. Würde mir sowas von in den Hintern beißen, könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Abflug. Einmal nochmal Itemraum suchen. Den möchte ich schon noch mitnehmen. Du kannst mich mal. Ah, der explodiert jetzt nicht mal. Der explodiert jetzt nicht mal. Ja, lol. Sehr geil. Wir haben so viele Bomben, ich kann auch mal jetzt nach dem Dings suchen. Vielleicht finden wir noch einen Dingsraum. Wisst ihr schon, was ich meine? Ich kann es nicht aussprechen, aber ihr wisst, was ich meine. Hier, Dings halt. Ich mag das übrigens, ich weiß, ich muss nicht. Der Raum ist geklärt, aber ich mag es, die Dinger einfach kaputt zu laufen. Das ist so richtig. Yo! Jetzt werden hier nochmal die Schlüssel hergegeben und da ist auch der Itemraum. Yo! Du kommst mit, mein Freund. Aber sowas von kommst du mit. Okay, und jetzt werden hier nochmal Schlüssel gedroppt. Aber sowas von werden hier Schlüssel gedroppt. Es kann ja nur cool werden. Es kann ja nur cool werden. Oh. Soll ich noch ein HP ab mir generieren? Schon, ne? Also eins würde ich dann schon nochmal mitnehmen. Wegen Regeneration ist es schon besser, mehr Herzen zu haben. Ja, eins nehme ich noch mit. Gib mir noch irgendwelche Items, irgendwas Geiles. Yes! Das sind nämlich nochmal sogar zwei Schlüssel. Was kann schlimmstenfalls passieren? Ich glaube, nichts Schlimmes. Ja, cool. Noch okay. Bitte, ich wollte gerade sagen, bitte spreng meinen Bettler nicht. Ich will den noch benutzen. Ja, wir haben eh alles voll. Die Bombe kann man mitnehmen. Oh oh. Ja, da war es vorbei. Aber wir haben noch mal was Schönes aus ihm rausgetüftelt. Jetzt möchte ich auch, da wir sehr nah am Ende sind, möchte ich jetzt eigentlich tatsächlich nicht mehr die Feder einsetzen. Nicht, dass ich die nachher nicht mehr aufladen kann. Ich würde ja die Feder gerne zweimal gleich auf Dogma einsetzen. Ne, ist logisch. Die Feder muss ich gleich zweimal schön auf Dogma einsetzen. Okay, beide Räume könnten der Lichtstrahl sein. Yes! Abflug nach oben. Wir haben's. Wir haben Tainted Eden. Sehr schön. Wir haben Tainted Eden. So muss das. Aber hier noch. Ja, Geld. Wir haben alles an voll. Wir haben alles an voll, genau. Richtig. So heißt es. So, hier nochmal ein Schlüssel. Ach, das ist gar kein Schlüssel. Ah, da muss man gar keinen Schlüssel opfern. Und nochmal ein Tears Up. Nice. Und jetzt erstmal den Charakter holen. Wo ist die Tür? Da ist sie. Guck. Nice. Oh, eine neue Challenge. Die liebt es. Okay. Eine neue Challenge. Sehr geil. Jetzt haben wir bald alle Challenges, ne? Wir können mal bald wieder Challenge spielen. So, ich hoffe jetzt, die Feder trifft auch schön den Fernseher.
Ja, das hat schon ganz gut getroffen. Ich hoffe, halt der Regenerationsdings wird hoffentlich oft genug eingesetzt. Okay, Fernseher ist schon mal down. Jetzt geht's an dich, mein Kollege. Er macht direkt den Kreisel. Aua. Nein. Okay. Mach bitte Laser. Mach bitte viel Laser. Viel Laser. Nicht Kreisel. Hasse dich. Aber Pretty Flies regeln gerade, glaube ich. Bin mir nicht sicher, was genau regelt, aber irgendwas regelt auf jeden Fall. So, mach bitte kein Kreisel mehr jetzt. Es läuft gerade echt gut. Kollege! Mann! Nein! Hör auf, mein Freund. War jetzt genug Kreisel. Genug Kreisel, jetzt normales Laser. So ist gut. So ist gut. Wir sind bei Beast. Wir sind bei Beast. Jetzt nicht struggeln. Jetzt nicht struggeln, Leute. Schön aufpassen. Schön aufpassen jetzt. Wir slowen ihn immer wieder schön runter. Wir slowen die ganze Zeit. Das ist sehr gut. Meistens werden uns also langsame Schüsse eher begegnen. Nicht immer, aber öfter. Und wenn die Viecher dazu kommen, dann wird es auch noch schön eisig. Hier, frisst die Eisdinger. Frisst die Eisdinger. Okay. Und dann habe ich ja auch noch zum Glück meine Abwehrkollegen. Na, ich habe ja drei Bullets um mich rum. Ich habe die Pretty Flies und ich habe die Kugel. Ich habe zwei Pretty Flies und die Kugel. Sehr, sehr schön. Ja, okay. Wenn das Herz in der Lava landet, dann ist das Herz in der Lava. Da kann ich leider nichts tun. Habe ich nicht schnell genug reagiert. Ärgerlich. Nice. Ich war mir nicht sicher, ob ich es riskieren soll, dahin zu fliegen. Aber da waren so viele Fliegen, die wollte ich ihn direkt reindrücken. Weil das ja schon ordentlich, glaube ich, wehtut. So Fliegen ins Gesicht zu bekommen. Nice. Nummer 2 ist down. Meine Regenerationsseite macht gerade gar nichts. Macht er nicht einfach alle halbe Minute oder so? Regeneration? Aber bisher habe ich keine gesehen. Wir spielen auch jetzt schon länger als eine halbe Minute den Kollegen hier. Seht ihr, wie oft ich einfach schon getroffen worden wäre und wie oft er schon abgewehrt hat? Registriert ihr das? Ich registriere es. Aber das Regenerationsding macht nichts. Was ist mit Plazenta? Hallo? Hat die keinen Bock beim Boss? Ach, jetzt! Hab nichts gesagt. Ich hab nichts gesagt. Vielleicht macht die auch nur alle Minute. Weiß es nicht mehr. Kann sein, dass die nur alle Minute macht. So, ich bin schnell genug. Alles easy. Alles easy. Ciao, mein Freund. Und mittlerweile habe ich auch gesehen... Huch, Hilfe. Okay, cool. Machst du das? Mittlerweile habe ich auch gesehen, wie man am schnellsten diesen Dingern hier ausweicht, ne? Da habe ich mich ja immer angestellt, wenn die hier kommen, man muss sehr nah bei ihm bleiben. Und wenn man nah bei ihm ist, dann kann man denen einfach ausweichen. Richtig einfach sogar. Weil da sind die überhaupt nicht. Ne, die spawnen um ihn herum. Und da, wo man, wenn man direkt vor ihm ist, dann kann man denen einfach ganz einfach ausweichen. Das habe ich immer falsch gemacht. An dem sterbe ich nie wieder. An dem sterbe ich wegen diesen Sensen nie wieder. Also es ist wirklich Dogma einfach das Schwierigste aus der ganzen Reihe. Das ist echt traurig. Jetzt kommt der Quatsch. Aua. Aua. Ja, haben wir es jetzt?
erstmal kicken. Tschüss. So. Beast kommt. Ja, okay. Java Abundance. Klar, kann ich jetzt einsetzen. Hier, Beast. Oh, das war zu bald. Ja, lol. Hier nochmal. Aber braucht man nicht. Passt schon. Passt schon. Ich bin so winzig, ne? Ich bin so effing winzig. Ist voll lustig. Ey, das ist so frech, wenn er das macht, wenn er gerade ganz unten die Lücke hat vorher. Das ist so frech. Aber gut, soll er halt. Au! Nicht aufgepasst. Was jetzt? Oh, das ist mal eine neue Richtung. Kannte ich noch gar nicht. Aber mach mal. Was ist das denn jetzt? Okay, das kenne ich auch noch nicht. Okay, hier bin ich safe. Scheinbar. Jetzt wird es immer mehr. Aha. Okay, jetzt kommt überall so Zeug. Alles klar. So, jetzt haben wir es aber. Jetzt kommt die Verfolgungsjagd nur noch, ne? Bis er drauf geht einfach. Wieso ist mein Revenge Bird eigentlich nicht in ihm drin? Das verstehe ich nicht. Sollte der nicht, müsste der nicht Damage machen bei ihm? Naja, was war's. Mir egal. I don't care. Beast is down. Tschüss. Everything char haben wir freigeschaltet. Whatever this is. Has appeared in the basement. So, jetzt lass mich mal kurz nach Challenge gucken. Hä? Also, ich fahr mal runter. Cantrip und Red Redemption. Und da unten... Hä? Da unten... Ach, da unten ist eine neue Challenge aufgetaucht. Die sieht man gar nicht. Was ist das denn Witziges? Okay. Da ist eine Challenge, die man nicht... Okay. Ich bin neugierig. Ich bin neugierig, aber ich möchte eigentlich erst noch die nächsten... Tainted-Charaktere freischalten in den nächsten Folgen. Wir werden sehen, was wir machen. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.